Hallo ihr Lieben, heute ist Montag. Ich habe am Wochenende gearbeitet, ich hatte gestern noch Spätdienst und heute ist mein allererster Urlaubstag. Ich habe zwar nur eine Woche Urlaub, also insgesamt 7 Tage, aber ich habe mich so dermaßen drauf gefreut, weil ich einfach mal gerade so ein bisschen Auszeit brauche. Ich glaube, eine Woche reicht nicht, um ganz runterzufahren, aber mich hat das momentan alles ein bisschen genervt, da was bei der Arbeit so abgeht. Ja, heute ist Montag, wie gesagt, und ich habe eine ganze Menge zu tun und vor an meinem ersten Urlaubstag. Ich habe natürlich wieder in mein Buch geschrieben, was ich heute so machen möchte. Das kann ich euch nur ganz kurz erzählen. Und zwar muss ich nämlich in die Stadt. Ich muss unser Haushaltsgeld holen und ich muss einige Sachen einkaufen, da ich nämlich heute meine Veranda weitermachen möchte, obwohl das Wetter ziemlich kacke ist. Ich habe mir gewünscht, dass heute schönes Wetter ist und ich die Veranda mache und vielleicht ein bisschen draußen sitzen kann, aber das sieht heute nicht so danach aus. Dann habe ich vor, meine Haare, ich habe eine Mütze auf, ja, ich kann sie mal abnehmen. Meine Haare wachsen wie Unkraut, das ist der Wahnsinn, finde ich. Die sind schon voll lang geworden, wachsen mir schon über die Ohren rüber. Und ich habe vor, heute meine Haare wieder zu färben. Ich habe eigentlich gesagt, ich wollte es eigentlich nicht mehr machen, beziehungsweise erstmal eine längere Zeit nicht, damit sie einfach mal gesund ein bisschen rauswachsen können. Die sind auch schön weich und schön, aber mir gefällt einfach die Farbe nicht. Ich habe meine Haare schon gefärbt, seit ich 17 bin. Ich glaube, mit 17 habe ich angefangen, meine Haare zu färben. Und seitdem immer nur gefärbt, gefärbt, gefärbt. Und ich muss unbedingt damit weitermachen. Oh Gott, kann ich schön Chemie in die Haare klatschen, ey. Am liebsten will ich natürlich zum Friseur gehen, aber das kostet natürlich wieder so viel. Deswegen, ich habe die Kohle momentan nicht, deswegen werde ich mir das Zeug selber kaufen und selber färben. Geht auch relativ schnell, weil meine Haare ja so schön kurz sind. Also genau. Und dann wollte ich noch was kaufen. Ja, ein bisschen was einkaufen. Und im Internet muss ich auch noch ein bisschen was einkaufen. Da muss ich hier ganz viel Wäsche waschen und aufräumen. Und frühstücken wäre vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, das mache ich zuerst, weil ich habe nämlich richtig Hunger. Hier sieht es übrigens aus wie bei Hempels unterm Sofa oder wie ich auch immer sage, es sieht aus wie Sau. Ich muss dringend aufräumen heute, das auch noch. Aber jetzt frühstücke ich erstmal. Und so sieht mein Frühstück heute aus. Ist einfach nur Müsli mit Apfel. mit Apfel und mit, wie heißt das? Mandelmilch, genau. Und die Wäsche ist bestimmt fertig. Oh Gott. Und im Hintergrund seht ihr auch den Wäscheständer irgendwie im Dunkeln da hinten. Den muss ich unbedingt noch wegräumen. Und oh, ich habe keine Lust. Ich habe gar keine Zeit. Ich schaffe das alles gar nicht. Kann nicht jemand von euch kommen und mir helfen? Das wäre cool. So, jetzt habe ich gefrühstückt und die zweite Wäsche angeschmissen. Und ich werde jetzt aber allerdings erstmal losfahren und einkaufen und Geld holen und so. Weil das sind nämlich Dinge, die ich jetzt machen muss. Die kann ich nicht machen, wenn Frieda da ist, weil das wird dann zu stressig. Also ich kann es schon machen, aber es macht mehr Sinn, das zuerst zu machen. Wenn ich wieder da bin, werde ich die Wäsche abnehmen und wieder aufhängen. Und was ich jetzt aber noch schnell machen muss, ich muss noch ganz schnell mal gucken, was unsere Tomaten machen. Schauen wir mal. Wow. Guck dich mal die dicken Stängel an hier. Ich glaube, wir müssen die bald mal wieder umpflanzen. Und hier. Und das ist unsere Petersilie. Jetzt sieht man ja schon diese Petersilien-typische Form. So, ihr Lieben, ihr seht, ich bin angezogen. Und jetzt geht's los. Und es regnet. Oh mein Gott, nein. Oh Mann, kann es nicht endlich mal schön werden? Ich habe keine Lust mehr auf den Ekelkram. Boah, ich bleib zu Hause. Nein, ich muss jetzt los. Ja, gut, dann muss ich euch jetzt ausmachen, weil ich möchte nicht, dass die Kamera kaputt geht. Ja, was gibt's? Was machst du gerade? Ich sitze im Auto. Ich wollte ein bisschen was erledigen. Wieso? Ach so, gut. Na, wann bist du zu Hause wieder? Keine Ahnung, ich bin aber noch nicht losgefahren. Ich bin gerade ins Auto eingestiegen und wollte gerade los. Nee, alles klar. Ja, bis dann. Tschüss. Bis später, tschüssi. Ich habe noch eine Aufgabe gekriegt. Und zwar muss ich noch unsere Winterreifen abholen heute aus Rode. On the ground. So, ich mache euch dann mal aus und melde mich dann später nochmal. So, ihr lieben Leute von heute. Jetzt war ich noch bei Klaas Olsen, unser aller Lieblingsladen. Der hat ja wirklich alles. Und ich habe, glaube ich, alles gekauft, was ich kaufen musste. Jetzt hat Kim mich ja gebeten, die Reifen noch abzuholen.
Aber ich fahre, glaube ich, jetzt erstmal nach Hause und lade die Sachen aus. Und ich werde euch nachher auf jeden Fall zeigen, was ich gekauft habe. Und noch was? Nö. Ich fahre dann mal los. Ach ja, mein Handy. Ich muss ja noch meine Musik anmachen. Ohne Musik ist langweilig. Beginner. Hamburg, willkommen. Bald. So, dann fahre ich mal nach Hause. So, ihr lieben Leute, das ist meine Ausbeute von heute. Fangen wir mal mit dem teuersten an. So, und zwar habe ich mir hier so eine Kindermatratze gekauft. Für meine kleine Veranda, weil das nämlich genau die Maße hat wie die Palette. Naja, fast. 60 x 1,20. Und die war gerade im Angebot für 350 Kronen, also 35 Euro, irgendwie so. Und ich möchte das da richtig, richtig schön kuschelig haben, richtig schön gemütlich, deswegen habe ich mir die gekauft. Und ein Kissen dazu. Und zwar Everything is gonna be alright. So ein bisschen Bob Marley-Style. Also, ja, das Kissen und die Matratze, dafür habe ich 350, nein Quatsch, zusammen habe ich wie viel bezahlt? Jetzt muss ich mal selber raufluschern. 420 Kronen habe ich bezahlt. Dann war ich bei Klaas Olsen und habe einen schicken Putzeimer gekauft, weil sowas haben wir nämlich nicht. Es gab den noch in rosa und in grau. Grau fand ich zu langweilig und rosa ist nicht unbedingt meine Lieblingsfarbe, deswegen habe ich blau gekauft. Und dann habe ich noch so Gartenhandschuhe gekauft mit so Blümchen drauf. Okay, schön sind die jetzt auch nicht wirklich. Aber ich habe halt keine eigenen Arbeitshandschuhe und ich dachte jetzt gerade, wenn wir so anfangen wollen, ein bisschen im Garten was zu machen und Veranda, ist es eigentlich ganz schön, wenn man Handschuhe anhat, weil ich mag ja meine Hände nicht schmutzig machen. Deswegen habe ich die gekauft, auch bei Klaas Olsen. Und das absolute Highlight, Solar String Light LED. Das sind so, ist eine Lichterkette, die habe ich auch für, will ich für die Veranda haben. Die ist 4,2 Meter lang und die läuft mit Solarenergie. Das heißt, da ist so ein Solarding dran und das lädt man dann auf irgendwie für ein paar Stunden oder für einen Tag oder so. Und dann leuchtet es abends und hält irgendwie 6 Stunden. Und das fand ich total toll und die waren auch gar nicht so teuer. Schauen wir mal. Ich habe bei Klaas Olsen insgesamt 25 Euro bezahlt. Das ist eigentlich günstig, finde ich. 255. Die Handschuhe haben 30 gekostet, also 3 Euro. Die Lichterkette hat 20 Euro gekostet und der Bottich hier hat 2,50 gekostet. Also ein Schnäppchen. So, dann war ich noch in der Apotheke, weil Frieda nämlich wieder Vitamin D-Tropfen braucht. Die kriegen die Kinder hier oben. Ich glaube, in Deutschland kriegen die auch, aber mehr als Tablette. Und hier gibt es die als Tropfen, weil es im Winter halt wirklich ziemlich dunkel ist. Und ich merke das ja selber manchmal, dass ich übelst müde bin. Und ich glaube, ich habe auch einen Vitamin D-Mangel. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Und die waren leer, deswegen habe ich neue gekauft. Die kosten 10 Euro. Ey, es ist voll heftig. Wie viel sind da drin? 10 Milliliter oder so? Ja, 10 Milliliter, 10 Euro. Pro Milliliter 1 Euro. Krass, ey. Krasser Shit. Gut, dann habe ich mir eine Färbung gekauft. Und zwar die hier. Die werde ich natürlich nachher mal auf die Haare klatschen. Und bin gespannt, wie das dann aussieht. Beziehungsweise ich hatte die. Das ist eigentlich immer die, die ich vorher auch hatte. Das ist eigentlich ein schönes Braun. Das gefällt mir. Und deswegen bleibe ich dabei. Da war ich bei H&M. Und da habe ich wie viel bezahlt? 9 Euro. Knapp. 90 Kronen. Dann war ich bei Lindex und ich brauchte nämlich Bodies für Frieda. Und habe die gekauft. Die sind ja immer 3 für 2. Also man bezahlt 2 und bekommt dann 3. Und da habe ich 2 in der Größe. Nee, 1 in der Größe 2,90. Und 2 in der Größe 86, weil sie nämlich gerade 86 hat. Und deswegen dachte ich nämlich nochmal 1 größer. Und dann habe ich Socken für sie gekauft. 5 Stück. Und Haarspangen. Weil Frieda nämlich extrem lange Haare hat und ihr die Haare in meinem Gesicht hängen. Deswegen habe ich Haarspangen gekauft. Total süß. Und ich stehe ja total auf Lindex. Die haben total schöne Sachen. Und für den Einkauf habe ich bezahlt. Also für 3 Bodies, Strümpfe und Haarspangen habe ich bezahlt 242 Kronen. Eigentlich hätte ich über 300 bezahlen müssen, aber ich hatte ja noch 75 Kronen Bonus. Ist, glaube ich, irgendwo abgezogen. Hier, der Rabatt. 75 Kronen, dafür jetzt nur ja, knapp 24 Euro. Ja, das war meine kleine Ausbeute. Ich werde es gleich mal zusammenrechnen und mir mal eine Übersicht verschaffen, wie viel Kohle ich jetzt überhaupt noch auf meinem Konto habe, wenn ich überhaupt noch was drauf habe. Und dann werde ich meine Veranda mal schick machen, weil die ist ja überdacht. Es ist scheißegal, wenn es regnet oder so, oder wenn es schneit, kackegal. Es ist trocken, weil es überdacht ist. Wenn du mal noch krank geschrieben bist oder ach, keine Ahnung. Ich telefoniere gerade mit meiner Schwester. Ist lustig, jetzt sehe ich mich hier im Handy und da in der Kamera.
Hallo. Du mal Hallo sagen. Hallo. Das auch noch nehmen. Ich habe eigentlich überhaupt gar keine Zeit. Denn jetzt neben dem Vloggen, das ist auch immer schon so viel Zeit raubt, telefoniere ich jetzt schon seit einer halben Stunde wieder mit meiner Schwester. Aber ich habe Wäsche aufgehangen, das ist schon mal gut. Ja, und jetzt werde ich gleich die Matratze entrollen und ja, das machen wir gleich. Na, Christina? Ah, nee, du willst ja aufhören. Du willst mich ja schon wieder abwimmeln. Du wolltest mich abwimmeln. Ich habe nur gesagt, dass ich jetzt mal was weitermachen muss. Du kannst ja noch dranbleiben. Ja, du also, ich muss jetzt hier gleich mal Wäsche aufhängen und Frieda abholen. Ich gesagt, naja, vielleicht könnt ihr mir auch mal was anziehen. Ja. So, jetzt habe ich meine Schwester schon einmal abgewimmelt, weil sonst schaffe ich hier wirklich nichts mehr. Und es ist schon so spät. Und ich wollte eigentlich meine Haare noch färben, bevor ich Frieda abhole. Aber wenn ich das nicht vorher mache, weiß ich nicht, ob ich das dann noch schaffe heute. Ist schon wieder ein Stresstag heute. Ist aber immer so, ne? Wenn man Urlaub hat, sind immer so viele Sachen, die liegen geblieben sind. Wenn man Urlaub hat, dann hat man halt Zeit, das alles mal so zu machen. Oh je, Leute. Okay, dann wollen wir mal schauen, wie das draußen so ist. Also unter dem Ding, also auf meiner Veranda. Ich habe ja schon ein paar Mal drauf gesessen, als die Sonne geschienen hat. Eigentlich wollte ich das noch mal ein bisschen sauber machen. Aber ich glaube, ich packe einfach die Matratze mal aus und lege sie da mal rauf und guck mal, wie das aussieht. Das schadet doch nicht. I think it's time to call your landlord. So, das ist der billigste Schaumstoff überhaupt, ey. Aber ist ja auch scheißegal. Ich meine, boah, das stinkt voll. Puh. Ja, so sieht das Ding aus. Ich hatte erst überlegt, noch einen Bezug dafür zu kaufen, so ein Spannbettlaken oder sowas. Habe ich jetzt irgendwie nicht dran gedacht. Aber macht nix. Was sagt man dazu? Perfekt oder perfekt? Ist das cool! Jetzt ist es noch gemütlicher hier, voll geil. Es ist total kalt. Boah, ich kann auch nicht lange hier draußen sitzen bleiben, aber... Wow, das ist derbe gemütlich. Aber ich muss eigentlich die Paletten auch nochmal sauber machen, aber das mache ich nicht heute bei dem Ekelwetter. Und dann haben wir ja noch die Kissen hier. Wow. Schön. Und hier hatte ich überlegt, halt die Lampe hinzuhängen. Was heißt die Lampe, also die Lampendinger da, die Lichterkette. Und dann wollen wir nachher so nach und nach, wollte ich auch Pflanzen drauf haben. Der Boden soll natürlich noch gestrichen werden, genauso wie die Decke. Aber das mache ich alles, wenn es ein bisschen wärmer draußen ist. Und dann sind hier noch so komische Dinger drin, die sollen noch raus. Das hängt ja auch noch schon so auf 7:30. Naja, holen wir das mal alles wieder rein. Und ich brauche, glaube ich, auch irgendwie so eine Box oder sowas, wo man dann die Sachen reinpacken kann. Weil wenn ich das nur die ganze Zeit draußen liegen habe, dann wird das natürlich auch feucht und klamm. Und das weiß ich auch noch nicht genau, wie ich das mache. Ich habe irgendwie schlechte Laune. Und ich glaube, ich färbe jetzt meine Haare. Weil wenn ich das nicht jetzt mache, dann schaffe ich es heute nicht mehr. Auf geht's! So, dann werde ich jetzt hier die Handschuhe mal anziehen. Ich bin so froh, dass ich so kurze Haare habe, dann wird das ja wohl relativ schnell gehen. Also ich habe auf jeden Fall meine eigene Technik, mir die Haare zu färben. Normalerweise verteile ich das immer schön so Strähne für Strähne, aber da ich so kurze Haare habe, denke ich, das Einfachste und Schnellste ist, glaube ich, einfach, wenn ich das auf den Kopf klatsche. Und das wie Shampoo verteile. Mich ein bisschen sauber machen. Und dann heißt es abwarten. So, liebe Leute, ich bin hier fertig im Bad. Ich habe natürlich vorher Kontaktlinsen reingenommen und meine Plugs rausgenommen und es sieht lustig aus. Okay, also das muss jetzt eine halbe Stunde einwirken und ich muss jetzt mal fix auf die Uhr gucken, weil ich gar keine Ahnung habe, wie spät es ist. Boah, die Zeit rast. Okay. Achso, ja, auf die Uhr wollte ich gucken, genau. Wo ist mein Handy überhaupt? Das habe ich längere Zeit nicht mehr gesehen. Das hat mir bestimmt irgendjemand geschrieben. Dann wollte ich jetzt aufräumen, ne? Glaube ich, in der Zeit, wo es einwirkt. Das ist eine gute Idee. Das muss ich nämlich wirklich machen. Vor allem den Wäschehaufen, der auf dem Fußboden liegt. Das
Sollte ich vielleicht mal wegräumen. Und ich muss mir was anziehen, mir ist kalt. Joe, ich war ein bisschen produktiv und habe Wäsche zusammengelegt. Tada! Und gucke nebenbei Punkt 12. Ist aber jetzt zu Ende. Sie hat Pornos gedreht, oh mein Gott. Ja, also ich werde dann die Sachen immer wegräumen, glaube ich. Und dann, glaube ich, können wir die Haare schon bald ausspülen, oder? Yes. So, ich bin fertig. Und ich musste so lachen, als ich in den Spiegel geguckt habe. Es ist gut, es ist eine schöne Farbe. Das Einzige, was ich sagen muss, ich sehe ein bisschen aus wie ein kleines Monchichi. Ja, das haben auch schon mehrere gesagt. Und Kim auch, und das sage ich auch selber, ich habe das vom Vorwege schon gesagt, wenn ich mir meine Haare abrasiere, die werden ja nachwachsen und irgendwann werde ich aussehen wie ein kleines Monchichi. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind diese Affen, diese Puppen, das ist ein Affe oder so, und die haben so einen Daumen und den können sie so im Mund stecken. Ich glaube, die waren mal in den 80ern ganz populär oder vielleicht auch in den 90ern, ich weiß nicht. Und ich habe halt ziemlich dicke Haare und deswegen, naja, aber geht. Das legt sich auch wieder zurecht, jetzt nach dem Waschen steht es natürlich ordentlich ab. Muss mal so ein bisschen runterdrücken. Cool. Ja, ist auf jeden Fall schöner als das Grau. Finde ich. Okay, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Cool. Ich habe gerade ein bockiges Kind gesehen. Was für ein schöner erster Urlaubstag. Die Kröte gerade vom Kindergarten abgeholt und es war auch alles total harmonisch und sie hat hier gespielt und wir haben uns Bücher angeguckt und dann haben wir mit ihrer Omi telefoniert und mit ihrer Tante. Das war alles schön und gut und dann haben wir aufgelegt und dann habe ich das Handy weggepackt und dann ist sie bockig geworden, weil sie natürlich eher aufs Handy gucken wollte als in das Buch. Ja? Stimmst du mir zu, ne? Was ein kleiner Spinner bist du. Und ich warte jetzt noch auf Kim. Der müsste eigentlich auch gleich von der Arbeit kommen. Ja. Und dann werde ich Spaghetti kochen mit Tomatensauce. Frieda, möchtest du auch Spaghetti essen? Ja, die sind aber noch nicht fertig, die muss Mama noch kochen. Oh, da kommt Papa. Geh mal gucken. Ja, das ist eine gute Frage. Frieda guckt sich jetzt ein Buch an und hat sich wieder eingekriegt. Kim ist von der Arbeit gekommen. Oder ruft jemand? Kim ist in der Badewanne, weil Kim ist nämlich krank. Hallo! Na? Mit wem sprichst du da? Mit der Kamera. Wieso? Warum? Weil ich vlogge. Oh, das riecht hier nach Erkältungsbad. Wie lange bist du noch in der Wanne? Ich wollte gleich kochen. Guck doch. Schaffst du es denn, wenn du da rechtzeitig aus der Wanne, dass das dann nicht, dein Essen nicht kalt wird? Okay. Oh, da ist Kröti. Na? Meine kleine Schneeflocke? Ja, Frieda hat eine Beule am Kopf, weil Frieda dreht sich doch jetzt immer im Kreis und schmeißt sich dann hin. Ja, okay. Und das hat sie heute im Kindergarten auch gemacht. Ja. Und hat sich dann hingeschmissen und da lag ein Plastikpferd im Weg. Und mit dem ist sie kollidiert. Ja, okay. Deswegen hat sie eine Beule am Kopf. Auf der Stirn. Frieda müsste mit rauskommen, wollen wir kochen? Ja, ich finde das bei Papa besser, glaube ich. Ist auch mal ganz gut. Momentan hat sie nämlich so eine extreme Mama-Phase. Mama, Mama, Mama. Ist auch mal ganz gut, wenn sie mal ein bisschen bei Kim ist. So, ihr Lieben, dann werde ich mir mal die Spaghettis raussuchen. Ja, wir haben jetzt gegessen. Und ich bin so müde. Das ist die Urlaubsmüdigkeit bestimmt. Der ganze Stress, der jetzt irgendwie von mir abfällt. Also, ich sitze hier noch auf unserem Sofa, in unserem Esszimmerbereich. Und ich werde jetzt, glaube ich, noch ein Video für euch schneiden. Ein anderes, weiteres Video. Was aber wahrscheinlich erst später online kommen wird. Gut, ihr Lieben, damit ist dieser Vlog hier zu Ende. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal. Und lasst mir gerne Daumen nach oben da oder nach unten. Also ihr dürft meine Videos gerne bewerten, wie ihr möchtet. Ich freue mich natürlich noch mehr über Daumen nach oben als über Daumen nach unten natürlich.
Und schreibt mir gerne Kommentare, da freue ich mich auch immer drüber. Und neue Abonnenten sind immer herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Und ich werde mich bald wieder bei euch melden. Also, bis dann. Tschüss.